Ja, hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute möchte ich mal zeigen, wie man beim Kia Rio, das ist der UB3 2012er Baujahr, Birnenwechsel, an die man so nicht rankommt. Man muss dazu den Scheinwerfer ausbauen. Was man allerdings nicht machen muss, ist, was ja in der Anleitung steht, den Stoßfänger komplett ausbauen. Es geht auch so. Zur Vorbereitung ist natürlich zu empfehlen, sich solche Universal-Clips zu holen. Universal 8 mm-Clips gibt es ja für wenige Euro im Internet auch als größere Mengen. Denn die Originalen rauszubobeln, das geht eigentlich nicht, um ohne diese zu zerstören. Was man natürlich auch noch braucht, ist das Ersatzleuchtmittel. Ich habe es hier mal eingeblendet. P215W, das ist also eine mit zwei Drähten für Taglicht und Standlicht gleichzeitig. Links ist die komplette rausgeschraubte Fassung, was du dann am Ende machen musst. Einfach gegen den Uhrzeiger rausdrehen, also als wenn ihr eine Flasche öffnet. Man sieht auch deutlich verrußt die Birne und rechts eben die neue. Und hier sieht man das dann mal am lebenden Objekt. Der gelockerte Scheinwerfer. Man muss da ein bisschen mit Gefühl rangehen, wenn er dann aus den Halterungen raus ist. Und ihn etwas nach vorne und vorher etwas nach oben ziehen, da er eben oben bei den Schrauben noch etwas eingehängt ist. Hier ist der Luftfilter. Wenn man rechts dran muss, ist es besser, den mal hochzuklappen. Das geht dann über diese zwei Klammern hier unten. Also kein Hexenwerk. Man kommt ganz einfach besser ran. Warum, erzähle ich gleich mal. Vorher muss man natürlich noch diese Clips rauspobeln, am besten mit einem Schraubenzieher und dann mit einer Zange ziehen. Da muss man ja durchaus etwas Gewalt anwenden, das geht ein bisschen schwierig. Und dann, wie gesagt, braucht man eben neue dazu. Ich habe es nicht hinbekommen, diese nicht zu zerstören. Links sind die Schrauben beim Scheinwerfer hier und hier. Einfach rausschrauben. Danach kann man dann diese Plastikabdeckung herausziehen. Die hängt vorne noch an dem lackierten Teil mit dran. Ich kann das jetzt mit einer Hand schlecht machen. Ist aber kein Problem weiter. Dort drunter sind nochmals diese Clips. Die kann man je nach Bedarf auch nochmal rauspobeln. Hier ist nochmal das vom Luftfilter. Und dann ist man eigentlich auch schon so weit mit den Vorbereitungen. Das einzige Problem ist, diesen Scheinwerfer rauszubekommen, ist, dass hier ganz unten, man sieht das in Wirklichkeit ganz schlecht, also eigentlich fast gar nicht. Da muss man mit dem Schraubenzieher ein bisschen drücken von oben. Das ist wie eine Halteklippe oder eine halbe Leiste, eine halbe Schacht, ähnlich wie hier oben, nur eben unterm Scheinwerfer nochmal versteckt. Ziemlich suboptimal gemacht. Auf der linken Seite geht das etwas einfacher, das sieht man das Ding hier rechts, aber schwierig. Da braucht man wirklich einen langen Schraubenzieher und muss von oben auf gut Glück ein bisschen drücken. Und man merkt, dass das Ding dann etwas nach vorne rutscht. Und dann ist das Ding im Prinzip ausgehängt. Hier ungefähr bis hier rein. Ich zeige das dann am Ende nochmal auf Bildern, da habe ich das Ding mal markiert. Das sieht man wirklich fast gar nicht. Das Ding macht dann einen Hops und dann könnt ihr den Scheinwerfer etwas anheben, oben aus seinen Nasen raus. Bei den zwei Schrauben sind so ganz kleine Haltenasen, das hängt ein bisschen drin. Hochziehen und dann etwas nach vorne. Wer möchte, kann vorher alles, was lackiert ist, noch ein bisschen mit Kreppband abkleben, damit man da nichts zerkratzt. Denn der Scheinwerfer, wie man hier sieht, rutscht dann nach vorne. Den kann man dann richtig rausziehen, er hängt hinten noch an zwei Kabeln, die kann man abmachen, wenn man möchte. Und dann könnt ihr je nachdem, was ihr tauschen möchtet, Blinker oder Tagfahr, Standlicht, von unten die jeweilige Fassung rausdrehen. Also Linksgewinde, also quasi eine halbe Umdrehung ungefähr. Und dann könnt ihr, wie ich es am Anfang gezeigt habe, die ganze Fassung rausdrehen, die Birne auswechseln, kontrollieren, dass mal die richtige ist. Hier das Markierte, da sitzt ungefähr diese Halde. Dieser Halteschacht, dort müsst ihr im Prinzip, wenn der Scheinwerfer drin ist, hier sieht man es auch nochmal, von oben drauf drücken. Das ist das einzige Problem, wo der Scheinwerfer eben noch hängt. Das ist ein bisschen Glückssache, muss ich sagen. Hier ist die obere Halterung,
Und das sieht man eben, ja, das ist eben das Gegenteil dazu. Die sieht man ja sowieso, die ist ja nur reingesteckt. Unten im Prinzip auch, da muss man aber noch mit dem Schraubenzieher mal raufklicken. Und hier sieht man das jetzt eben an dem Schacht hier sozusagen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis, warum das ganze Ding so schwierig rausgeht. Wenn ihr dann alles getauscht habt, dann könnt ihr den Scheinwerfer in umgekehrter Reihenfolge einfach wieder reinschieben. Der klickt dann von alleine rein und dann einfach wieder alle Schrauben und die Clips befestigen. So, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen helfen und ja, viel Erfolg beim Basteln und beim Tauschen. Und tschüss.